Die Biodiversität beschreibt die Vielfalt verschiedener Lebewesen und Pflanzen in einem bestimmten Gebiet. Ich bin Nina, Studentin an der Uni Bremen und ich befinde mich auch gerade an der Uni Bremen, denn ich treffe mich gleich mit Antonia, Moritz und Muriel vom Projekt Campus Goes Biodiverse. Dieses Projekt wurde 2019 von Lehrenden und Studierenden gegründet und hat das Ziel, die Biodiversität an der Uni zu erhöhen und den Campus etwas grüner zu machen. Und was sie konkret in dem Projekt machen und was Maßnahmen sind, das erzählen sie mir jetzt. Hallo, ich bin Antonia, ich studiere Biochemie hier an der Uni Bremen und ich bin seit dem Beginn des Projekts, seit 2019 dabei. Ich setze mich ein für Artenschutz, weil ich einfach eine Notwendigkeit hier sehe, weil wir einen Rückgang der Biodiversität beobachten in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt. Und diese Biodiversität ist wichtig für uns Menschen als Lebensgrundlage. Zum Beispiel Insekten sind wichtig als Bestäuber, zersetzen im Boden das Laub und so weiter. Und hier mit unserem Projekt schaffen wir eben wieder Lebensraum für diese Insekten und auch für Pflanzen. Und das ist ein wichtiger Beitrag zum Aufhalten des Artensterbens. Hi, ich bin Myri. Studiere Biologie in Bremen und bin mittlerweile seit etwas mehr als einem Jahr bei dem Projekt. Dazu gekommen bin ich über Freunde und da geblieben bin ich, weil Naturschutz mich auch persönlich sehr interessiert. Und was mir eben hier so gefällt an dem Projekt ist einfach, man kann die Früchte seiner Arbeit direkt sehen. Und da wir jedes Jahr erneut die Arten aufnehmen, Plots und so, kann man auch richtig schön miterleben, wie die Biodiversität hier einfach steigt. Moin, ich bin Moritz. Ich bin hier in Bremen im Bachelor für Mathe und Biologie und ich bin seit Anfang letzten Jahres, 2020, im Projekt dabei. Und was ich so interessant an unserem Projekt finde, ist, dass es so vielseitig ist. Also es bringt zuerst mal einen praktischen Beitrag zum Naturschutz, indem wir halt so viele Flächen hier haben, wo wir Biodiversität schaffen. Dann wird es auch noch untersucht durch die Forschung, durch verschiedene Bachelorarbeiten und auch die ökologischen AGs. Und wir machen die Öffentlichkeit darauf aufmerksam durch Instagram, Twitter und halt auch möglicherweise demnächst Veranstaltungen, die wir auf dem Campus anbieten können und können einfach so Bewusstsein schaffen in der Öffentlichkeit, warum es so wichtig ist, Biodiversität zu haben, in der Stadt auch. Und wir haben es auch schon geschafft, dass andere Partner jetzt auch noch zum Projekt dazugestoßen sind. Wir haben nicht nur hier auf dem Unicampus Flächen, es weitet sich alles auch noch aus und mehr Leute machen einfach mit. Biodiversität scheint hier ja das geflügelte Wort zu sein, aber wie genau lässt sich Biodiversität erfassen und messen? Hier ist ein ehemaliges Versuchsplot. Das ist dann normalerweise abgetrennt durch Schnüre und die Studierenden bestimmen dann alle Pflanzen, die in diesem Plot vorhanden sind und das über mehrere Jahre hinweg. Und so kann man vergleichen, wie sich die Zusammensetzung der Arten und auch die Anzahl der Arten verändert im Laufe der Zeit. Und was sind konkrete Maßnahmen, um die Biodiversität zu erhöhen? Ja, also die Wiesen wachsen lassen, das haben wir eigentlich vor allem im letzten Jahr dann gemacht, als das Projekt so wirklich den ersten Sommer mal die Wiesen sich richtig entwickelt haben und das wird jetzt auch jedes Jahr geschehen. Und gerade sind wir ein bisschen dabei, so zu schauen, was für ein Wiesenmanagement man hier betreibt. Also es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Manche wollen ja gar nicht überhaupt mähen oder öfter, wie es halt konventionell war. Und wir haben uns jetzt für ein Modell entschieden, wo manche Wiesen einmal im Jahr gemäht werden und manche auch zweimal im Jahr, eine frühere und eine spätere dann auch im Herbst. Und so, das sind dann unterschiedliche Wege, um verschiedene Arten auch zu stärken. Genau, also es ist vor allem wichtig, dass wir mindestens einmal im Jahr muss so eine Fläche gemäht werden, weil sonst irgendwann Büsche wachsen und auch Bäume. Am Ende hat man dann den Wald und das wollen wir natürlich nicht. Und jetzt kommt es halt darauf an, zu gucken, was wollen wir fördern? Also was ist überhaupt da? Was wollen wir fördern? Und wie können wir
dann Strategien entwickeln, auf die einzelnen Bedürfnisse der Arten einzugehen. Vor allem, wenn man viel Biomasse haben will, ist es natürlich gut, wenn man wenig mäht, weil sich dann viele Gräser und hohe Pflanzen entwickeln können, die viel Zeit zum Wachsen haben und auch bestimmte Insektenarten dann halt kommen. Aber wenn man öfter mäht, kommen dann kleinere Pflanzen auch. Also so schafft man unterschiedliche Arten auch auf dem Campus. Doch nicht nur das Flächenmanagement ist Teil des Projektes, auch Öffentlichkeitsarbeit gehört dazu. Hier haben wir eine von unseren ersten 10 Projektflächen. Wir haben ganz unterschiedliche Flächen, welche die so eher klein sind, manche ganz lang gestreckt, so an der Campuswiese da vorne oder auch eine neue ganz große Fläche, die über einen Hektar groß ist. Und wir haben die Flächen alle, haben wir mit so einem Schild gekennzeichnet, das auch für die Öffentlichkeit, für alle Studierenden, Mitarbeitenden und so kennzeichnet ist, wozu das gehört, zu unserem Projekt Campus Groß Biodiverse. Man kommt hier noch auf unsere Internetseite und genauso auch auf das Projekt in iNaturalist, mit dem man dann die Insekten und Pflanzen bestimmen kann. Und wie das genau funktioniert, zeigen Antonia und Muriel. Um rauszufinden, welche Arten auf den Flächen vorhanden sind, haben wir nicht nur die Abschlussarbeiten und die Kurse, die sich damit beschäftigen, sondern wir nutzen auch die App iNaturalist. Die kann sich jede und jeder auf das Handy runterladen und dann einfach auf die Flächen gehen. Hier ist Betreten nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Und dann fotografieren Blüten oder Insekten. Und die App bestimmt dann automatisch durch einen Algorithmus, was man hier höchstwahrscheinlich gefunden hat. Und so haben wir dann eine sehr große Datenmenge, die wir benutzen können, um rauszufinden, was für Arten wir haben. Und so sieht ein iNaturalist aus. Neben der eben beschriebenen Scan-Funktion kann über eine Suchfunktion der gewünschte Standort ausgewählt werden. Hier ist dann eine Galerie zu sehen, wer wann welches Tier und welche Pflanze beobachtet und hochgeladen hat. Und für alle, die ihre Umwelt auch etwas grüner machen wollen und dem tristen Alltagsgrau entfliehen möchten, hat Muriel noch einen Tipp. Wenn ihr euch jetzt denken solltet, sowas will ich auch, so ein bisschen was für die Natur tun, so einen kleinen, ich habe ein kleines Gartenstück oder so, einfach ein bisschen weniger mähen, einfach mal ein bisschen mehr Wuchs erlauben. Ich kann mir jetzt auf jeden Fall deutlich besser vorstellen, was Biodiversität eigentlich bedeutet und wie Campus Groß Biodiverse versucht, die Biodiversität an der Uni Bremen zu erhöhen und zu fördern. Falls ihr das Projekt genauso spannend findet wie ich, könnt ihr das entweder in Persona erkunden, mithilfe der Beschilderung, über iNaturalist oder über den Instagram-Account. Außerdem gibt es weitere Informationen bei der Website.